Thorsten Pinter, ein aufregendes Jahr liegt hinter Ihnen. 2019 haben Sie angefangen als Direktor vom Hotel Sempachersee. Wie sind Sie zufrieden mit Ihrem ersten Jahr? Ja, umsatztechnisch haben wir fast alle budgetierten Zahlen erreicht. Es war ein sehr anstrengendes Jahr, es war aber sehr gut. Wir können zufrieden sein mit unserem Ergebnis. Ich glaube, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir das so erreichen, wie wir es erreicht haben. Und da ist meinem Team einen großen Dank und auch allen von der Stiftung, die uns unterstützt haben, von den Schwesterunternehmen. Es war eine super Zusammenarbeit. Was ist denn jetzt die größte Herausforderung gewesen, wenn Sie so das letzte Jahr denken? Ja, die größte Herausforderung ist personaltechnisch, Personal zu finden, mit dem Personal zu arbeiten, das mit uns zusammen im Team ist und Stellen zu besetzen. Also wir hatten ein paar Mal wirklich ganz große Engpässe, wo wir nicht wussten, wie wir das handeln sollen, handhaben. Und aufgrund von ein paar Kollegen, die uns da wirklich, die immer da waren und immer das extra geleistet haben, konnten wir es dann bewältigen. Und das ist unsere größte Herausforderung im Moment. Ja, Sie haben mit einer neuen Geschäftsführung zusammen mal alle Strukturen und Prozesse ein bisschen analysiert im letzten Jahr. Wo haben Sie den Hebel als erstes angesetzt? Ja, das erste, wie ich gerade gesagt habe, Personal. Wir haben mit den Personalressourcen haben uns genau angeschaut, haben versucht, das so gut wie möglich einzuteilen, dass es für die Kolleginnen und Kollegen am besten ist und auch für die Dienstleistung, die wir bieten wollen und die Kunden. Und die zweite Sache war Einkauf und Zusammenarbeit mit Lieferanten. Wir haben angefangen, den Einkauf zu strukturieren, zu organisieren. Und mit den Lieferanten haben wir uns zusammengesetzt und haben verhandelt. Und wir sind froh, dass wir eigentlich mit allen Lieferanten einen Nenner gefunden haben und eine weitere Zusammenarbeit, die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit schaffen konnten. Schauen wir noch ein bisschen auf die Buchungen. Die Anzahl Seminarbuchungen, die hat eigentlich stetig immer zugenommen. Mhm. Bei den Übernachtungen sieht es nicht ganz so rosig aus. Dort hat man eher einen Abwärtstrend sogar festgestellt. Was haben Sie da vor, um eben dem Trend entgegenzuwirken? Ja, das sind mehrere Sachen. Die erste, die liegt in der Natur des Campus Nottwil. Wir würden gerne mehr Paraplegiker bei uns haben, die mit ihren Familien Urlaub machen. Die Möglichkeiten sind ja enorm hier, im sportlichen Bereich, aber auch im sozialen Bereich. Parasportler, da haben wir jetzt mit der Hilfe der Paraplegikervereinigung angefangen, das zu bewerben für Trainingscamps, für Sportevents, aber auch die Sportler, die Fußgänger. Wir hatten das erste Team letztes Jahr, also seitdem ich da bin, vielleicht gab es das vorher schon, die Ferrero-Nationalmannschaft hatte hier ihr Trainingscamp, weil die Möglichkeiten im Sommer sind ja enorm. Und dann Tourgruppen. Der Raum Luzern ist ja sehr beliebt für Tourgruppen, aber da sind wir sehr attraktiv, weil sie mögen die geografische Lage und sie sind schnell in Luzern, sie sind gleich am See und sie frühstücken bei uns im Chalet, was ihnen das Swiss-Feeling gibt. Das finden die natürlich super. Mit was für einem Gefühl schauen Sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft, Herr Pinter? Es ist ja sehr viel noch zu machen. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten. Wir haben eine super Unterstützung von der Stiftung. Wir haben ein sehr gutes Gefühl, weil die Basis ist da und darauf bauen wir auf. Ja, und der Besuch ist es auf jeden Fall immer wert, auch wenn man hier in der Gegend vielleicht wohnt. Danke vielmals, Thorsten Pinter, für das Gespräch. Vielen Dank.